diesem Video möchte ich dir meine drei Top-Fehler meiner nach sagen, die Medizinstudierende beim Auswendiglernen in ihrem Studium machen. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und dieses Video ist bewusst ein bisschen provokant und du fühlst dich vielleicht bei manchen Punkten ein bisschen getriggert, aber ich will mit dem Video nur erreichen, dass du dein Lernen, deine Lernstrategie mal hinterfragst, vielleicht manches auch ein bisschen reflektierst und dann siehst, oh, ich mache vielleicht manches wirklich noch nicht so optimal und möchte dich einfach zum Nachdenken mal anregen. Und manchmal ist es ja auch so, dass man beim Lernen manche Strategien verfolgt, die bisher relativ gut vielleicht in der Schule gut geklappt haben und wir die dann einfach blindlings übernehmen, nur weil wir es gewohnt sind, so zu lernen. Heißt aber noch lange nicht, dass das wirklich die richtigen Lernstrategien sind, nur weil man die schon 5 Jahre oder 10 Jahre in der Schule oder sonst angewandt hat. Und wie gesagt, ich will dir mit diesem Video nur helfen und dich anregen, einfach vielleicht manche Sachen in deinem Lernen, in deiner Lernstrategie zu ändern, zu adaptieren, heißt nicht, dass du alles irgendwie über den Haufen werfen musst. Ja, ich habe mittlerweile schon diese Lerntechniken mehr als 10, 15 Jahre selbst angewandt. Ich habe mittlerweile schon mehr als 10 Jahre Coachings gegeben mit Schülern, vor allem aber dann auch Studenten oder Medizinstudierende, denen ich beim Lernen 1:1, bei Workshops, in Gruppen und so weiter geholfen habe. Und da habe ich immer wieder festgestellt, wie viele immer wieder meiner Meinung nach die gleichen großen Fehler machen, wenn es eben darum geht, Sachen auswendig sich einzuprägen und zu merken. Ja, und es ist immer wieder faszinierend und schön zu sehen, wenn dann die Leute einfach begeistert sind, wenn man ihnen alternative Wege aufzeigt, wie krass und zu welchen Fähigkeiten und Möglichkeiten unser Gedächtnis einfach in der Lage ist, wo viele, viele gar nicht gedacht hätten oder einfach geglaubt hätten, dass man nicht effektiver noch lernen kann. Und sehe das Video einfach als kleinen Anstupser dahingehend, dass du vielleicht, wie gesagt, das ein oder andere mal hinterfragst und dann vielleicht ein bisschen anpasst, dein Lernverhalten. Also, was sind jetzt meine 3 Fehler, die meiner Meinung nach die meisten machen? Du kannst ja dich gerne mal hinterfragen und ehrlich zu dir sein, was du vielleicht selbst machst und dann überlegen, was sind Alternativen dazu? Also, Fehler Nummer 1 ist meiner Meinung nach, dass viele, viele Studierende oder Medizinstudierende einfach stupide versuchen, die Sachen auswendig zu lernen. Die setzen sich hin, nehmen sich ein Lehrbuch, nehmen vielleicht das Skript, lesen das gefühlt 2, 3, vielleicht auch 10-mal durch und versuchen sich so die Sachen zu merken. Die allerwenigsten, und ich damals ohne Lerntechniken habe damals auch gelernt, in Geschichte, in der Schule und so weiter, habe mir das gefühlt hunderte Male durchgelesen, gefühlt wusste ich es dann am nächsten Tag vielleicht schon wieder die Hälfte vergessen und weiß, wie deprimierend das sein kann. Also schau mal, wie du normalerweise lernst. Schlägst du auch ein Buch auf, liest es durch oder ein Skript oder eine Zusammenfassung, versuchst es stupide einfach durchs reine Durchlesen, die einzuprägen, oder hoffst du einfach darauf, dass durchs reine Durchlesen, dass irgendwie die Sachen ins Gedächtnis oder in dein Gehirn übergehen sozusagen. Und das ist schon mal ein großer Fehler, den ich sehe, dass viele Leute hoffen, und es ist dann ein bisschen fast wie Lotterie, finde ich, dass sie einfach sich's durchlesen, hoffen, sie wissen es dann. Und selbst wenn sie es dann wissen, ist es immer noch ein bisschen vom Gefühl Zufall abhängig, ob sie es dann auch noch länger und langfristig können. Also das ist so der erste Fehler, den ich sehe, dass Leute einfach nur durchs Durchlesen hoffen, dass sie sich die Sachen einprägen. Dann der zweite Fehler, und den sehe ich auch sehr, sehr oft, und der kann dir wirklich sehr, sehr viel Zeit und Nerven auch kosten, indem du Zusammenfassungen schreibst. Ja, und ich selbst kenne es auch aus der Schule. Man hat Zusammenfassungen geschrieben und so weiter. Es hat Zeit gekostet, vielleicht dann nochmal manches nachgearbeitet daheim, nochmal da rausgeschrieben und so weiter. Und du kennst es vielleicht selbst und kannst dich mal hinterfragen, wie viel Zeit geht bei dir drauf, indem du Sachen zusammenfasst, zusammenschreibst und so weiter. Und ich sehe es immer wieder so oft, Leute schreiben ordnerweise, seitenweise zusammen, malen, zeichnen, riesige Ordner voll, einfach nur Inhalte zusammengefasst, zusammengeschrieben. Und bei manchen ist es dann auch so, dass sie während des Studiums merken, okay, die Strategie führt irgendwie nicht zum Ziel, weil es einfach sehr, sehr viel Zeit frisst. Und ich glaube, du und wir alle wissen, dass im Medizinstudium man einfach trotzdem sehr, sehr, sehr wenig Zeit hat und trotzdem sehr, sehr viel Wissen sich aneignen muss in kürzester Zeit. Und da ist einfach die Zeit so wertvoll, in den meisten Fällen sich irgendwelche Zusammenfassungen zu schreiben, weil du kannst dich mal hinterfragen, wenn du so eine Zusammenfassung schreibst, kannst du dann die Sachen danach? Oder setzt du dich dann erst hin und fängst das Lernen an und versuchst dir die Sachen einzuprägen? Weil bei den allermeisten ist es so, ich würde jetzt mal ins Blaue schätzen, vielleicht 90%, die fassen zusammen und setzen sich dann erst hin und lernen die Inhalte. Es mag sein, dass du vielleicht auch dazu gehörst
Und das sind dann die 10%, dass man sich hinsetzt. Und wie gesagt, die 10% sind jetzt einfach nur so eine grobe Vermutung ins Blaue geraten, dass du dich hinsetzt, das zusammenfasst und danach wirklich kannst. Ich habe solche Leute auch kennengelernt, die allein entweder durchs Durchlesen, das habe ich ja gerade im ersten Punkt schon angesprochen, sich Sachen einprägen können oder eben auch dann noch in Kombination mit Zusammenfassungen schreiben. Aber für die meisten ist es so, dass einfach weder das Durchlesen noch das Zusammenfassen wirklich schon dann die Lerninhalte in dein Gedächtnis befördert. Und du willst ja möglichst die Zeit effektiv nutzen. Und wie gesagt, in meinen Augen, wenn du so viel Zusammenfassungen schreibst, ist es einfach in meinen Augen in den allermeisten Fällen Zeitverschwendung. Dann zur Fehler Nummer 3, der geht auch ein bisschen in Richtung Fehler Nummer 2, dass du mit Karteikarten oder mit Anki lernst. Ich sehe es immer wieder, dass auch Leute hier seitenweise sich Anki-Karten rausstellen, Zusammenfassungen schreiben, ob handschriftlich oder mit Tablet und so weiter. Das frisst und kostet auch so viel Energie und dann geht ja erst das eigentliche Lernen an. Deswegen kann ich dir erstmal prinzipiell davon abraten. Wie gesagt, ich werde gleich im Detail auch zu den drei Punkten oder Fehlern noch mal ein bisschen was konkreter sagen, weil es doch recht absolutere Aussagen sind, dass du eben nicht stupide auswendig lernen sollst, keine Zusammenfassungen schreiben sollst und nicht mit Anki oder Karteikarten lernen sollst. Aber das sind so meine drei größten Fehler und du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du vielleicht machst oder was du vielleicht bisher gemacht hast und mittlerweile schon geändert hast oder aus deiner Lernroutine rausgeschmissen hast, weil du mittlerweile auch gesehen hast oder angesehen hast, dass es einfach nicht der beste Weg ist und dass es noch ja viel bessere alternative Möglichkeiten gibt. So, und jetzt will ich einfach noch mal ein bisschen im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen. Gerade beim Durchlesen, es schadet natürlich nicht und es ist zu empfehlen, zu Beginn von dem Thema sich einfach das Thema einmal durchzulesen, sich einen Überblick zu verschaffen und zu sagen, okay, darum geht's, manches weiß ich schon und man hat damit schon mal irgendwelche Zusammenhänge vielleicht verstanden und so weiter. Deswegen sich einmal einen Überblick verschaffen, ein Thema in dem Buch, ein Kapitel durchlesen, das schadet auf jeden Fall nicht oder ist eher gut. Aber einfach zu sagen, okay, ich lese das jetzt einmal durch, dann das zweite Mal, das zehnte Mal und dann kann ich es irgendwann, da gibt's wirklich, wie gesagt, ja, effektivere Varianten. Und wenn du uns schon länger folgst, weißt du, dass es einfach Lerntechniken gibt oder hast vielleicht auch schon welche auf unserem YouTube-Kanal gesehen oder vielleicht auch so schon selbst ausprobiert, mit denen du dir viel, viel Zeit und Nerven sparen kannst und die einfach viel, viel effizienter sind. Und wie gesagt, wenn du Medizin studierst, du hast meistens echt wenig Zeit und dann macht es eben Sinn, anstatt sich da zig was durchzulesen, lieber mit Lerntechniken, Gedächtnispaläste, Geschichtenmethode, Eselsbrücken, Merksprüchen und so weiter zu lernen. Schau dich da einfach mal auf unseren YouTube-Kanal um, da gibt es sehr, sehr viele Tipps. Mein Favorit sind immer die Gedächtnispaläste, da kann ich dir auch mal ein Video dazu hier oben verlinken. Genau. Dann zum zweiten Punkt mit Anki lernen, Karteikartensystemen lernen, Karteikarten schreiben und so weiter. Ich habe selbst damals auch Vokabeln mit diesen Systemen, Lernkarteikarten, ich hatte noch eine Holzbox mit wirklichen Kärtchen, habe damit gelernt, hat irgendwie geklappt, aber man musste dann die Kärtchen schreiben, man musste dann immer wieder wiederholen, das hat einfach sehr, sehr viel Zeit beansprucht und das wirst du auch selbst wahrscheinlich aus deiner Erfahrung heraus sehen, wie viel Zeit das kosten kann. Wo finde ich in meinen Augen Anki-Systeme oder Lernkarteikartensysteme Sinn machen, indem du sagst, du nutzt so etwas, um Themen oder deine Gedächtnispaläste, deine Merkhilfen zu wiederholen, damit du weißt, okay, die und die Themen sollte ich jetzt mal wieder früher wiederholen oder die sind jetzt mal dran, wieder aufzufrischen und so weiter. Da macht schon Sinn, dass man sich so ein gewisses System ja aufbaut oder eben mit diesen Systemen umsetzt, dass du gewisse Themen einfach ja in einem bestimmten Rhythmus einfach wiederholst. Wo ich aber eben kein Fan davon bin, dass du wirklich Karteikarten schreibst, wo alle Details zu Biochemie, Anatomie, was auch immer drauf steht, weil das natürlich nur das Abschreiben, das Erstellen dieser Karten enorm viel Zeit kostet. Da vielleicht noch ein Tipp, wenn du sagst, boah, dir hilft es aber trotzdem sehr gut, mag auch sein, dann kannst du auch dir vielleicht Karteikarten, die andere schon vorgefertigt haben oder geschrieben haben, vielleicht nutzen, dann sparst du schon mal die Zeit, die selbst zu schreiben. Wie gesagt, du musst jetzt nicht alles über den Haufen werfen, nur ich will dir ja ein paar Möglichkeiten aufzeigen, welche Alternativen es vielleicht gibt oder was du vielleicht ja doch sein lassen kannst. Und wie gesagt, wenn du irgendwas hast, wo für dich so mega gut funktioniert, dann verwende es gerne auch weiter oder kombiniere es noch mit Lerntechniken, kann man eben auch machen, wie bei Anki oder bei den Lernkarteikartensystemen, dass du dir vielleicht auch schwere Themen oder wichtige Themen in so ein System einspeist, dass du sagst, okay, die wiederhole ich wirklich in einem guten Rhythmus und die fallen nicht irgendwie unter den Tisch, dass du dir da ja Hilfe holst. Aber wirklich alles, Details und so weiter auf Karteikarten zu schreiben,
ist wie bei den Zusammenfassungen, es kostet einfach ungemein Zeit und du musst es ja dann trotzdem erstmal noch lernen, nur weil die Karteikarten jetzt da du vor dir hast, hast du es ja noch lange nicht da oben und dann auch langfristig abgespeichert. Genau. Und das vielleicht noch dazu, ich selbst dann in meinem Biostudium oder dann eben auch im Medizinstudium, habe ich dann keine einzige Karteikarte mehr geschrieben. Ich habe dann wirklich im Biostudium vielleicht 70-80%, hauptsächlich, wenn es darum ging, auswendig zu lernen, mit Gedächtnispalästen gelernt. Und dann im Medizinstudium, was mittlerweile schon ein paar Jährchen her ist, habe ich wirklich zu über 90% wirklich nur mit Gedächtnispalästen gelernt, habe mir meine Räume überlegt und gebastelt und damit kannst du viel, viel schneller dir deine Sachen ins Gehirn befördern, als dass du hergehst, es erst zusammenfasst und so weiter. Und das bringt mich eben schon zum dritten Punkt, zu den Zusammenfassungen. Es ist so, so oft wirklich der Fall und du kannst mal ehrlich zu dir sein, ist es vielleicht auch manchmal so das Gefühl, ich habe jetzt Zusammenfassung geschrieben, ich habe was für die Uni getan und es gibt schon mal ein gutes Gefühl. Wenn du aber vielleicht ehrlich bist, dass das wirklich nicht so das Effizienteste ist und dass du einfach damit wirklich vielleicht ja, die ein oder andere Stunde oder Tage verschwendest. Und den Tipp kann ich dir noch geben, so habe ich es auch sehr oft im Medizinstudium selbst gemacht. Ich habe mir einen Gedächtnispalast gebaut, habe mir das so einfach im Kopf überlegt und eingeprägt und gemerkt dann eben auch und habe dann diesen Gedächtnispalast stichpunktartig ganz kurz aufgeschrieben als so kleine Zusammenfassung. Aber da hast du dann jetzt eine Zusammenfassung vom Thema und von deiner Merkhilfe, hast quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und somit konnte ich dann mit dieser kleinen Zusammenfassung viel, viel schneller mal noch Sachen wiederholen oder vielleicht dann im Examen in ein, zwei Jahren später konnte ich dann kurz meine Zusammenfassung rausholen und meinen Gedächtnispalast wiederholen. Sowas macht in meinen Augen dann schon Sinn, weil du dann eben ja eine Hilfe hast, um die Sachen auch schneller zu wiederholen oder mal ganz kurz nachgucken kannst, wenn du doch mal irgendwas vergessen hast oder in deinem Gedächtnispalast irgendwelche Bilder in Vergessenheit geraten sind. Und wie gesagt, ich kenne selbst die Situation, als ich Zusammenfassungen geschrieben habe, Lernkarteikarten mir geschrieben habe in der Schule. Aber es war so krass zu sehen und deswegen mache ich auch das Video, dich zu animieren, dich mal mit Lerntechniken auseinanderzusetzen. Weil ich dachte auch, ja, das ist so, wie man halt lernt und es ist schon irgendwie effektiv. Und ich dachte immer, naja, ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis von Natur aus. Deswegen ja, ist es halt so, dass man vieles ja, oder viel Zeit und Energie ins Auswendiglernen investieren muss. Hab dann aber gesehen, als ich dann schon am Ende von der Schulzeit diese Lerntechniken verwendet habe, dass ich mir auf einmal sehr viel schneller die Sachen einprägen konnte oder dann, wie gesagt, auch im Medizinstudium. Mittlerweile konnte ich sogar zwei Gedächtnisweltrekorde damit ja, erreichen oder aufstellen. Und das, obwohl ich, wie gesagt, von Natur aus eher ein schlechtes Gedächtnis habe. Und das soll dir zeigen, dass du wirklich mit den richtigen Lerntechniken, mit ein bisschen Training dieser Techniken enorm viel aus deinem Gedächtnis herausholen kannst. Und vielleicht viel, viel mehr, als du glaubst. Ich damals hätte mir niemals erträumen lassen. Ich hätte jemanden für verrückt gehalten, wenn mir jemand gesagt hätte, ich kann mir irgendwie 1000 Binärziffern in einer Stunde in zufälliger Reihenfolge einprägen. Hätte ich gesagt, niemals, das kann ich nicht. Und irgendwann im Gedächtnissport ging das dann sehr, sehr einfach mit solchen Gedächtnispalästen zum Beispiel. Also es soll dir einfach zeigen und soll dich ermutigen, dass selbst wenn du meinst, du kannst jetzt relativ gut auswendig lernen und vielleicht noch nicht diese Lerntechniken kennst, dass du dich da mal mit beschäftigst, weil du enorm viel Potenzial aus deinem Gedächtnis, wo du vielleicht gar nicht denkst, dass du hast, wirklich rausholen kannst. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen und ich kann dir wirklich versprechen, dass sich die Zeit lohnt, sich mit diesen Lerntechniken mal auseinanderzusetzen, weil du kannst dann von diesen Lerntechniken ein ganzes Medizinstudium, dann später als Arzt, Ärztin davon profitieren, auch im Alltag, dein ganzes Leben, wenn du dir die einmal quasi angeeignet hast. Deswegen schau dich gerne mal auf unseren YouTube-Kanal um. Wir haben da schon so viele Lerntechniken erklärt, Lernstrategien zu den Gedächtnispalästen. Die kann ich dir empfehlen als Einstieg, wenn du sagst, du hast jetzt noch nicht so viel Lerntechniken am Hut und es ist vielleicht auch zeitaufwendig. Versuch, Gedächtnispaläste zu bauen oder Merkvideos mit Gedächtnispalästen von uns zu schauen, weil damit kannst du dir wirklich das meiste rausholen und kannst dir damit am meisten Nerven und Zeit einfach beim Auswendiglernen sparen. Ja, wenn ich dich da ermuntern konnte, wenn du sagst, oh, das waren ganz gute Impulse, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, auf jeden Fall auch das Glöckchen aktivieren und sag gerne mal, wo du dich, wie gesagt, vielleicht selbst gefunden hast, wo du dich vielleicht ein bisschen getriggert gefühlt hast und sag mir gerne auch, zu welchem Thema, die ich jetzt hier angesprochen habe, ich vielleicht nochmal ein ausführlicheres Video dazu aufnehmen soll. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich ein bisschen motivieren konnte, zum einen zum Reflektieren, wie du bisher lernst und vielleicht auch motivieren konnte und das hoffe ich, eben mit Lerntechniken zu lernen und sich mit auseinanderzusetzen. In dem Sinn wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao!